Hallo liebe Tennisspieler, hier ist wieder euer Markus von All About Tennis. Bei dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man den Schläger richtig hält und zwar bei allen Schlägen. Also ich möchte euch alle Griffe erklären, die es gibt im Tennis. Die Griffhaltung ist eigentlich ja am Anfang das Wichtigste, wenn man beginnt, denn nur mit einer guten Griffhaltung kann ich überhaupt eine saubere Technik spielen. Man kann sich die so merken, dass der Griff ja verschiedene Flächen hat. Also er hat 8 Flächen und man legt diesen Knochen, also den Knochen unter dem rechten Zeigefinger hier, diesen Knochen legt man an die verschiedenen Flächen des Griffs. Ich habe hier mal Farben aufgezeichnet auf meinen Griff. Obendrauf ist blaue Farbe, hier schräg auf die schräge rechts nach oben zeigende Fläche ist grün, hier unten ist rot. Jetzt halte ich den Schläger so vor mir, die Schlagfläche ist senkrecht und als erstes zeige ich euch den Kontinentalgriff. Ich greife jetzt praktisch so obendrauf auf den Schläger, dass der Knochen unter meinem rechten Zeigefinger hier an dieser schrägen Fläche anliegt. An dieser grünen Fläche, die zeigt praktisch nach schräg rechts oben. Wenn ich so drauf greife auf den Griff, habe ich praktisch den Schläger in der Hand wie einen Hammer. Als könnte ich hier mit dem Rahmen einen Nagel reinhauen. Ja. Jetzt, wenn ich den Schläger so nehme, dann fühle ich nicht nur, wie der Fingerknochen eben da an dieser Fläche ist, sondern ich kann mir das auch von außen ansehen und sehe dann in etwa diesen Knochen hier auch unter meinem Zeigefinger an dieser Fläche, auf dieser Fläche drauf. Man muss da ein bisschen aufpassen. Selbst wenn ich diesen Knochen da so hinlege, kann ich immer noch relativ ungünstig greifen. Und zwar, wenn ich ihn zu sehr so nehmen würde, den Schläger. Ja. Was ich jetzt mache ist, ich bringe meine ganzen Fingerknochen fast senkrecht zu meinem Schlägergriff. Ja. Und das wäre nicht so gut. Ja. Die Fingerknochen sind eher ja, fast parallel zum Schlägergriff. Nicht ganz. Ja. Also mein Zeigefingerknochen ist an dieser Fläche, die anderen gehen ein bisschen weiter nach unten, also leicht schräg. Aber das wäre eben ja, der Kontinentalgriff. Und mit diesem Griff spiele ich sehr, sehr viele Schläge, eigentlich alle Schläge, außer den Vorhand und den Rückhand Topspin. Ja. Das heißt, ich spiele Vorhand, Rückhand Stopp, Vorhand, Rückhand Slice, Vorhand, Rückhand Volleys. Ich mache alle meine Aufschläge mit diesem Griff. Ich mache den ersten Aufschlag, Kickaufschlag, Slice-Aufschlag, Vorhand, Rückhand über Kopfball. Ja, einfach alles. Mit diesem Kontinentalgriff oder manche sagen Mittelgriff dazu, manche sagen auch Hammergriff dazu. Ist eigentlich alles in Ordnung. Dann zum nächsten Griff, der Vorhand-Topspin-Griff, den nennt man auch Semi-Western-Griff. Der ist eigentlich so ja, ziemlich optimal für einen Vorhand-Topspin. Und wenn ich jetzt meinen Schläger wieder so vor mich nehme, dann habe ich hier rechts unten, also bei der Fläche, die nach schräg rechts im Boden zeigt hier, an diese Fläche muss ich jetzt wieder diesen Fingerknochen unter meinem Zeigefinger. Den muss ich da anlegen. Und wenn ich das hier mache, dann habe ich diesen Semi-Western-Griff. Wenn ich jetzt hier meinen Schläger drehe, dann sieht man, dass meine Finger in etwa an der vorderen oberen Kante enden. So erkläre ich das auch ganz gerne. Und das wäre eben der Vorhand-Topspin-Griff. Dieser Griff ist wirklich nur für den Vorhand-Topspin da. Ich sehe auch wieder, dass der Knochen hier an dieser Fläche ist. Ja, von außen, wenn ich drauf schaue. Auch hier kann man wieder denselben Fehler machen, dass man die Knochen zu schräg nimmt, also relativ stark so. Ja. Jetzt ist der Zeigefinger sehr stark nach vorne abgespreizt. Die Knochen sind fast senkrecht zum Griff. Das wäre nicht optimal. Ja, das ist kein guter Griff. Also hier ein bisschen mehr die Knochen parallel zum Griff lassen, nicht ganz, aber fast. Ja. Wie beim Kontinentalgriff auch. Das wäre so der Vorhand-Topspin-Griff. Und dann zum einhändigen
Rückhand-Topspin-Griff. Da lege ich den Knochen wieder von unter meinem Zeigefinger auf die obere Fläche. Drauf habe ich hier mit Blau gekennzeichnet. Die anderen Finger sind wieder ganz leicht davor, die anderen Fingerknochen auch wieder fast parallel. Und das wäre dann eben der Rückhand-Topspin-Griff. Zum beidhändigen Topspin, dazu habe ich ja noch kein Video gemacht. Aber ich werde den Griff trotzdem hier schon mal zeigen. Ein Video zu dem beidhändigen Topspin wird noch kommen. Wichtiger ist die linke Hand jetzt für mich als Rechtshänder bei einem beidhändigen Topspin, da mit der linken Hand geschlagen wird. Und ich habe hier praktisch diese Fläche schwarz gekennzeichnet, die zeigt nach links schräg unten. Da greife ich jetzt natürlich mit meinem linken Knochen unter meinem linken Zeigefinger hin, greife rum. Also als würde ich praktisch eine Vorhand mit links spielen. So ist der Griff der linken Hand. Und die rechte Hand ist so, dass ich hier oben drauf greife und man kann da einen Kontinentalgriff nehmen mit der rechten Hand und mit der linken praktischen Vorhand Topspin-Griff, einen Semi-Western-Griff. Ich rate aber dazu, bei Anfängern immer ein bisschen mehr umzugreifen, also Richtung einhändigen Rückhand Topspin-Griff und die rechte Hand so hinzunehmen, dass sie zwischen einem Kontinentalgriff und einem Rückhand Topspin-Griff ist. Ja, irgendwo dazwischen. Das heißt, dieser Knochen ist ziemlich an dieser Kante, ja, zwischen Grün und Blau. Und mit links ist es der Vorhand-Topspin-Griff. Das wäre optimal für einen beidhändigen Rückhand-Topspin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Tschüss.